Iconac Make Building Smarter Ja herzlich willkommen hier zu unserem Webinar. Heute etwas äh, ein exotischeres Thema als äh, sonst, nämlich die Überwachung von Förderanlagen als Teil des technischen Gebäudemanagements. Wenn ich sage exotischer, sicherlich. Ähm, deshalb, weil wir eigentlich uns als MBE-Hersteller auch erst seit äh, mit 20 oder 25 Jahren damit beschäftigen, sondern auch erst in den letzten Jahren. Äh, wir sehen aber, dass das Thema immer relevanter wird. Und ähm, deshalb wollen wir Ihnen in den nächsten 60 Minuten da mal einen Überblick geben, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, Aufzug- und Fahrtreppen eben auch zu überwachen und als Teil der MBE quasi mit in die in das Gewerk Gebäudeautomation zu integrieren oder zumindest anzukoppeln und ähm, würden Ihnen einen Überblick über den rechtlichen Rahmen beim Betrieb von Förderanlagen geben, die Optimierungspotenziale aufzeigen und vor allem auch die technischen Schnittstellen eben zur Integration. Ähm, am Ende würden wir noch mal quasi so, die, äh, würde ich noch mal quasi die Rolle der MBE in dem Zusammenhang auch äh, explizit noch mal darstellen. Ja, ich stelle mich mal als Ersten vor, der Thomas Reimann macht das dann gleich. Mein Name ist Christian Wild. Ich habe die EconAC ähm, mal gegründet vor einer ganz geraumen Zeit, ähm, bin in verschiedensten äh, Gremien und äh, an Hochschulen aktiv. Und äh, die EconAC selbst ähm, kümmert sich um das Thema herstellerneutrales technisches Gebäudemanagement schon seit über 25 Jahren. Und ähm, unsere Software... Bicon, was so ein das Zentralprodukt ist, wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch wissen, ne, setzt in der Regel auf ein heute meist IP, also über Internetprotokoll vernetztes Immobilienportfolio auf. Wir nutzen da die unterschiedlichsten Standardschnittstellen, um die Daten aus den Gebäudeautomationssystemen, aber auch aus kleinen IO-Systemen oder Verbrauchszählern aufzunehmen. Und äh, unsere Aufgabe ist immer dann irgendwie auch die Schnittstelle zu bieten zum Facility und Asset Management. Aber das System selbst fungiert eben als dies, die Schnittstelle für den Haustechniker, ähm, der das Gebäude führt, äh, als Management- und Bedieneinrichtung und für den Energiemanager, der eben schauen muss, dass das Ganze auch energieeffizient äh, funktioniert. Wir entwickeln diese Software, wir vertreiben die. Äh, Entwickeln sie vor dem Hintergrund der aktuellen Regelwerke. Wir schulen auf die Software, die ist also frei am Markt verfügbar. Ähm, wir haben eine, äh, sechs Leute, die unsere Kunden dabei unterstützen, die Projekte umzusetzen. Und äh, seit ungefähr fünf Jahren beraten wir auch zunehmend Bauherren im Bereich der Vorgaben für Hersteller der also Gebäudeautomation mit Backnet. Das heißt ganz konkret, wir unterstützen dabei, Backnet Lastenhefte zu schreiben und in dem Zuge auch die Digitalisierungstaugliche Kennzeichnungssysteme zu entwickeln. Und ich bin auch schon gleich fertig. Unsere Software ist in ganz, ganz vielen Projekten eingesetzt, ganz vielen bei ganz vielen Firmen und in den unterschiedlichsten Gebäudetypen. Ja, Thomas. Dann so, jetzt übernehme ich hier mal. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Reimann. Ich habe das Ingenieurbüro Reimann vor auch mehr als 25 Jahren gegründet. Äh, Zielsetzung oder äh, Intention war eigentlich, äh, dort ein System zu schaffen oder, einem, oder Möglichkeiten zu schaffen. Äh, Gebäude, Automationssysteme zu integrieren und vor allen Dingen Aufzüge und Fahrtreppen, das war von Anfang an eigentlich die Kernkompetenz, äh, zu monitoren, äh, in das Gebäude irgendwo unterzubringen und den äh, Betreibern auch entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Dann kam irgendwann auch nochmal der elektronische Aufzugswörter hinzu, der äh, dazu dient, dem Betreiber die Verantwortung in gewisser Weise abzunehmen, zu delegieren und die Möglichkeit zu schaffen, die gesetzlich vorgeschriebenen Besuche einer Aufzugsanlage, da kommen wir dann im Folgenden noch drauf, dann auch durch elektronische Systeme, durch entsprechende Schnittstellen zu definieren und zu übernehmen und da den Betreibern in gewisser Weise etwas abzunehmen. Ja, das, was wir also anbieten als Ingenieurbüro Reimann, ist eine große Palette an Dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen. Wir verstehen uns da wirklich als, als Vorreiter, der auch im Bereich der, der Gebäudeautomation in gewisser Weise eine, eine Vorreiterrolle und einen Maßstab setzen möchte. Genau. Ja, du bist ja da auch vielfältig aktiv, äh, insbesondere in der bucknet szene bist du ja wir auch bekannt. Sind, genau, wir sind also, wir sind da kommt vielleicht auch noch was dazu. Wir sind also Mitglied im, äh, in der Bagnet interest group seit einem Jahr und äh, sind also doch interessiert und bestrebt, da äh, die Backnet und die Aufzugswelt in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen, wo wir uns zurzeit noch sehr schwer tun, wo vielleicht dieses Webinar äh, den nächsten Sprung bieten könnte. Genau das ist eigentlich das, das Ziel heute. So ist es. Ja, super. Genau zu dem elektronischen Aufzugswerk, da sagst du ja nachher auch da noch was. Da kommt auch noch was. Wir sind also äh, verstehen uns als führende Anbieter von Gateways und Datenkonzentratoren für die Fördertechnik. Da geht es also um Aufzüge, Fahrtreppen, Fahrsteige, die auf bereits bestehende GLT-Systeme aufgeschaltet sind. Der Markt in Deutschland ist oder auch äh, international ist etwas äh, differenziert es gibt betreiber die die fördertechnik auf ihre bereits bestehende glt aufgeschaltet haben möchten neben heizung klima lüftung und es gibt betreiber und auch äh, aufzugsplaner ohne denen jetzt irgendwie nahezutreten die äh, dafür stehen dass das monitoring dass die überwachung von fördertechnischen anlagen mit separaten in der Regel dann auch äh, firmenspezifischen, firmeneigenen äh, Produkten durchgeführt wird, was dazu, was letztendlich eine Integration aller Systeme in einem äh, äh, hinderlich ist und dem also auch nicht förderlich ist und ich damit auch die Anlagen nicht äh, unbedingt vergleichen kann, ich also nicht sehen kann, wie ich mein Gebäude vielleicht energetisch oder auch äh, sicherheitstechnisch in irgendeiner Art und Weise sichern kann. Und ich dann immer mehrere Systeme bedienen muss, was also äh, für die Betreiber und auch die Anlagenfahrer nicht unbedingt äh, förderlich und hilfreich ist. Und das ja, ist also genau unsere heute, Integration. Genau, heute auch zunehmend unverständlich, ne, dass man das. <laughs> Eigentlich nicht äh, möglichst stark ja, zusammenfasst, weil ich ja viele Sachen, also insbesondere wenn ich an der MBE denke, so Alarm- und Eventmanagement, ne, wenn mir ein Aufzug irgendwie abraucht, dann muss ich da auf einen anderen Monitor gucken oder habe äh, andere Prozesse hinten dran. Äh, es, ja es geht ja nicht mal ums Abrauchen, es geht ja einfach um einen äh, normalen Ausfall eines Sensors, eines, eines Motors oder eine, nicht mal Motor, sondern einfach einer, äh, eines kleinen Bauteils. Und ich muss dann äh, mit meinem eigenen System oder mit meiner eigenen von, von dem Hersteller gelieferten System dann auch in der Lage sein, dort eine Nachverfolgung bereitzustellen und äh, die, diese Bauteile dann oder dieses, diese Anlage dann entsprechend stillzusetzen und das gesamte äh, Anlagen- und Alarmmanagement darüber zu fahren. Richtig. Und das ja. ist halt äh, schwierig und für den Betreiber halt nicht, nicht förderlich, wenn er da mehrere Monitore und mehrere Systeme gleichzeitig betreiben muss. Also ich habe ja auch gelernt, das ist ein ziemlich regulierter Bereich. Ne? Da würdest du jetzt ja auch noch mal gerade was dazu sagen. Ne? Äh, ja, also Aufzüge sind äh, letztendlich ähnlich wie, wie Autos auch äh, überwachungsbedürftige Anlagen. Das heißt, äh, die Inbetriebnahme äh, von, von diesen fördertechnischen Anlagen wird vom TÜV oder von Dekra oder von diesen ganzen Überwachungs äh, Organisationen überprüft und äh, bevor die nicht von diesen Überwachungsorganisationen freigegeben sind, dürfen also solche Anlagen auch nicht in Betrieb gehen und die sind dann auch äh, wiederkehrend zu prüfen, ähnlich wie beim äh, Auto, wo ich also auch alle zwei, drei Jahre äh, oder anfangs drei Jahre, dann nachher zwei Jahre äh, das Auto vorstellen muss. So ist das bei Aufzugsanlagen halt auch. Äh, wir haben in Deutschland einen, wie, wie du richtig gesagt hast, einen sehr regulierten Markt, ähm, was letztendlich aber äh, Dazu führt, dass wir in Deutschland auch sehr, sehr wenig äh, Unfälle mit Aufzügen haben. Das darf man letztendlich auch nicht vergessen. Also, das ist immer äh, eine, ein zweischneidiges Schwert. Ich habe halt viele, viele Aufwände auch als Betreiber äh, zu tätigen, um diese Prüfungen dann durchzuführen oder durchführen zu lassen. Ähm, aber letztendlich ist der, die Nutzung von Aufzugsanlagen eines der sichersten Verkehrsmittel, äh, die es überhaupt gibt. Ja, also das, das darf man dann letztendlich auch nicht vergessen. So. Und äh, neben, dem Prüf, neben den Prüfungen durch TÜV, Dekra und andere Organisationen ist es also so, dass Aufzüge auch äh, wöchentlich begutachtet äh, werden müssen äh, durch sogenannte Aufzugswerter. Und wenn die also feststellen, dass die äh, Aufzüge oder die fördertechnischen Anlagen Personen gefährden könnten, fahrkorblicht ausgefallen, die Aufzüge halten, nicht bündig äh, oder ähnliche Dinge, dann muss der Aufzug außer Betrieb gesetzt werden. Dafür gibt es also halt geltende Vorschriften und äh, die müssen eingehalten werden und das bedeutet dann auch einen erheblichen Aufwand. Nicht zuletzt äh, ist es auch so, dass äh, durch der Personalmangel sich sogar bis zu äh, den Aufzugswertern äh, niederschlägt und die Betreiber kaum noch äh, Mitarbeiter oder, oder Interessierte finden, die diese Funktion des Aufzugswärters übernehmen können. Ich wäre das und doch so, also ich stelle ich mir richtig ja. vor, ne, du musst eigentlich jemanden mit einer Checkliste hin, hinschicken, der genau diese Punkte abhakt äh, und damit du den Nachweis hast, musst du diese Checkliste unterschreiben und abheften. Ist das... das ist genauso richtig, das muss eigentlich gemacht werden. Äh, diese Aufzugswärter sind sogar, äh, müssen sogar eine Prüfung vorher ablegen, kann sich also nicht jeder hinstellen und sagen, ich bin jetzt Aufzugswärter, sondern... TÜV und andere machen also auch wirklich Schulungen dafür, die dann die Personen in die Lage versetzen, Aufzugswörter äh, zu heißen. Und äh, da muss also dann auch eine Checkliste, Es gibt ein sogenanntes Aufzugswörterbuch, das der TÜV aufprüft. In Deutschland ist es nur leider, kann man sagen, so, dass äh, die, die ich, nicht vorhanden sein dieses Buches oder nicht vorhanden sein der Einträge nicht äh, zu äh, entsprechenden Restriktionen äh, führt, sondern letztendlich nur eine Verwarnung zur Folge hat und der äh, Betreiber äh, trotzdem die Anlage weiter betreiben darf. Das Außer also, es würde halt äh, was passieren. Ne? Ja, dann, dann natürlich ist der Betreiber dran. Dann wird also nachgesehen, wann war die letzte Prüfung, wann war die letzte Aufzugswerterkontrolle, wer haftet dafür. Dann ist natürlich wirklich der Betreiber äh, in der Haftung. Und äh, das kann dann schon äh, bei Personenschäden äh, deutliche Summen äh, zur, Verfügung, zur, zur Folge haben. Äh, wobei dann eben auch wahrscheinlich die Versicherung äh, nicht unbedingt dann mehr mitmacht, wenn die entsprechenden Prüfungen nicht durchgeführt wurden. Das muss man also ganz klar so sehen. Äh, ja, wie gesagt, also es gibt äh, in anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel, da ist das restriktiver, da sind die elektronischen Aufzugswerte deutlich weiter verbreitet und gehören eigentlich zum Standard. In Deutschland äh, kommt es so langsam für größere Betreiber die Einsicht, dass sie in der Hinsicht etwas äh, tun müssten und tun sollten. Genauso ist es. Ja, du hast ja mal hier noch alle... Äh, ja, hier gibt's also, es gibt also jede Menge... Äh, rechtliche Vorschriften. Es gibt viele, viele Dinge für die Sicherheit. Die EN81 ist also das, das Grundstandardwerk der Aufzugsbauer. Und dazu kommen dann also, es also sind also europäische Normen, die dahinterstehen, also nicht nur deutsche Normen, sondern es ist europäisches Recht, was da an der Stelle gültig ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch wie für viele andere elektrische... Die Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit bei Aufzügen äh, ganz besonders, äh, da wir uns ja doch ähm, Teil, zum Teil auch im Wohnbereich befinden oder auch äh, im, im öffentlichen Bereich und hier dann entsprechende Störfestigkeiten und äh, EMV-Fachgebiete äh, äh, das Ganze tangiert und die wir dann auch entsprechend einhalten müssen. Ja. Ähm, ja, äh, aus unserer Sicht, was hatte ich ja schon eingangs gesagt, ist, gehört es so, gehört so Aufzüge, Fahrtreppen, Fahrsteige äh, nicht als gesondertes Objekt in einem Gebäude betrachtet, sondern die gehören einfach äh, mit äh, ins Gebäude und müssen damit betrachtet werden, damit ich also energetisch, sicherheitstechnisch oder wie auch immer äh, das ganze Gebäude äh, in einem Punkt äh, begutachte und entsprechend auch betreiben kann. Und äh, bei den bei älteren Anlagen und auch bei, neueren, auch bei neueren Anlagen ist es also so, dass die Aufzugsanlagen äh, keine genormten Schnittstellen haben. Äh, jeder Betreiber hat dort äh, seine eigene äh, Intention, seine äh, äh, proprietären Datenprotokolle mit denen also jeder Hersteller ne? also nicht der Betreiber jeder, des genau, Gebäudes sondern jeder Hersteller, nicht, sondern Hersteller, jeder Hersteller ja jeder, genau. jeder Hersteller genau entschuldigung äh, jeder Hersteller hat seine eigenen proprietären Betreu äh, 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 Schnittstellen und insofern ist es schwierig dort entsprechend mit äh, einer Normung oder einer äh, wie auch immer gearteten äh, Aufschaltung auf äh, bereits bestehende Gebäudeleitsysteme, die diese durchzuführen und da die Technik zu liefern. Wir haben ja. uns deshalb eigentlich auf die Fahnen geschrieben, äh, dort entsprechende Gateways anzubieten, um diese Aufschaltungen durchzuführen. Wir haben von den meisten installierten äh, Aufzugsanlagen die Datenschutzstellen auch den, von den meisten, die am Markt zurzeit verfügbar sind und können dort also entsprechend Gateways anbieten, die auf Backnet, OPC, UA, MQTT, Modbus, Profibus oder was auch immer umsetzen und die dann die Möglichkeit geben, diese Anlagen in die bereits bestehende GLT aufzunehmen und, und aufzuschalten. Ja, das ja, ist das ja bei ist also, uns in unseren Gewerken ja der Standard, das hast du hier auch nochmal aufgeschrieben, ne? Auch, dass sich die <laughs> Gebäude natürlich, äh, wenn ich alles zusammen betrachte, auch ähm, energetisch einfach effizienter betreiben lassen. Das äh, trifft äh, ganz. Äh, genau. Hier in dem Fall auch so also da was Spezielles im Kopf eigentlich beim Aufzug weil spontan würde ich sagen der muss ja einfach fahren wenn einer ihn ruft oder äh... naja es gibt schon durchaus äh, Aufzüge wenn ich äh, an an Bahnsteige denke wo ich Glasaufzüge habe wo ich also durchaus äh, schauen muss dass die bei äh, 50 60 Grad Innentemperatur dann nicht mehr unbedingt äh, fahren dürfen weil wenn dann jemand stecken bleibt äh, dann wird es äh, unter Umständen Zumindest nicht lebensbedrohlich, aber zumindest äh, ist es dann gefährlich. Und äh, da muss ich durchaus sehen, dass ich das äh, mhm. irgendwo in die Reihe bekomme. Das heißt, ich kann durchaus sagen, ich habe mit Verschattung, Beleuchtung äh, oder einer Lüftungsanlage, die vielleicht nicht direkt zum Gewerkaufzug gehört, sondern sich in dem Gebäude mit befindet, äh, zu sehen, dass der Aufzug dann eine entsprechende Information kriegt, dass er äh, stillgesetzt wird. Also das ist okay. durchaus äh, eine, eine realistische äh, Einschätzung aber hast du auch ein Beispiel für Energieeffizienz, weil du das jetzt hier also wir haben durchaus mittlerweile Betre ja wir haben durchaus mittlerweile Betreiber, die die Energie also die, die äh, mit Energiezählern arbeiten an den Aufzügen und die dort sich die Energie auch ausgeben lassen. Da geht es äh, zum Teil darum, Aufzüge zu vergleichen. Also wenn ich äh, in einem Objekt mehrere Aufzüge habe, um dann zu sehen, äh, wie sind die Verbräuche. Wie kann ich vielleicht mit äh, anderen Materialien, mit anderen Bauteilen Energie einsparen? Nicht nur, indem ich die Beleuchtung, äh, die Fahrkorbbeleuchtung abschalte, wenn der Aufzug nicht benutzt wird, sondern indem ich vielleicht auch die Anlage noch weiter runterfahre, ähm, um äh, da Energie zu sparen. Das ist also das eine. Und das zweite ist, dass auch immer mehr in, äh, bei größeren Betreibern die Aufzüge dann eigene äh, Profitcenter sind, äh, die entsprechend abgerechnet werden müssen. Und wo dann natürlich wesentlich mehr auf die Energieverbräuche geschaut wird, als das im normalen Wohnungsbau zum Beispiel der Fall ist. Ja, aber auch da ist es ja so, da werden die Energieverbräuche des Aufzuges auf die Mieter umgesetzt. Und auch da wird es zukünftig, denke ich mal, die eine oder andere Überlegung geben, wie man dort die Energie einsparen kann. Ja, ohne gleich den Aufzug stillzusetzen, natürlich. Ja. Ja. Genau, dann äh, noch das so. große Thema. Äh, genau. Und wenn, genau. Ne? und wenn ich natürlich, und wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, äh, bereits bestehende GLT-Systeme zu nutzen, dann bin ich natürlich viel besser auch in der Lage äh, die, die statistischen Werte oder auch äh, entsprechende Daten aus dem Aufzug rauszuziehen, um eine vorbeugende, erstmal überhaupt eine vorbeugende Wartung zu machen. Von künstlicher Intelligenz oder ähnlichem will ich noch gar nicht reden. Da ist äh, der Aufzugbau noch ziemlich weit entfernt, wenn auch gleich äh, hier schon Bestrebungen bestehen. Aber dass ich überhaupt erstmal eine vorbeugende Wartung machen kann und durchführen kann und äh, dem Betreiber damit auch ein paar Kosten äh, ersparen kann, weil letztendlich ist es so, dass die äh, Aufzüge laufen müssen und äh, entsprechende Stillstandzeiten immer zu äh, entsprechenden äh, Fehlermeldungen führen, die Betreiber, die die Mieter dann vielleicht äh, die Miete kürzen oder ähnliches. Also das ist dann, da muss man dann schon sehen, dass man also die Aufzüge dann auch am, am Leben hält und mit vorbeugender Erwartung natürlich hier eine ganze Menge äh, durchführen kann und tun kann. Ja, das ist eigentlich ja. und interessant. Weil ist der, ja. der, der ähm, auch äh, zur Historie von diesem Webinar, der, der Jürgen Keller von der Geze, der hatte mich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ihr diese tolle <laughs> Lösung habt, weil wir äh, mit ihm ja an dem gleichen Thema arbeiten. Und da gibt es auch ein Webinar im Mai von uns zum Thema ne, Integration eben der äh, Sicherheitstüren und äh, äh, also seines Gewerks. Äh, auch hier rein. Ne? Und da spielt das natürlich auch eine Rolle bei den Automatiktüren insbesondere. Ne? Herr Heck, Keller, ja. ja. Hm. Genau. Äh, dazu muss man vielleicht noch zu dem Punkt äh, sagen, dass natürlich die Aufzugshersteller, äh, Steuerungshersteller in erster Linie, wie, wie der Name sagt, Aufzugssteuerungen herstellen und eigentlich mit, mit KI und ähnlichen äh, oder, oder überhaupt, äh, Berechnungen für Wartungsintervalle und ähnliches sich natürlich auch in gewisser Weise schwer tun. Ein völlig neues äh, Feld, was aber in den GLT-Systemen in der Regel schon irgendwo integriert ist, weil es letztendlich aus Heizung äh, oder Lüftung äh, schon solche Erfahrungen gibt. Es gibt also auch äh, Algorithmen, die man letztendlich auf Aufzüge in irgendeiner Art und Weise übertragen könnte. Und insofern ist äh, die Integration des Aufzuges in bereits bestehende GLT-Systeme hier aus meiner Sicht auch nochmal äh, wichtig, um auch da äh, Synergien zu nutzen, die es eigentlich schon gibt, und nicht äh, das, das Fahrrad nochmal neu zu erfinden. Ja, das ja. ist also auch so ein Punkt. Ähm, das ist ja jetzt auch der letzte Punkt, der hier steht, also komplexe Datenregelparameterfunktion. Genau, das ist eigentlich das äh, und, und da kann ich natürlich dann auch mit normalen Hardwarekontakten äh, ein-aus oder, oder Sammelsteuermeldung, kann ich natürlich schon ein bisschen was erreichen, aber es ist natürlich viel, viel äh, sinnvoller, hier mit entsprechenden äh, komplexen Daten zu arbeiten und die Daten aus der Aufzugsteuerung oder aus den Steuerungsanlagen überhaupt in entsprechender äh, klassifizierter Form und äh, entsprechend auch äh, positiv rauszuziehen. Ja. ja genau, also das ist ja im Endeffekt die, die Aufschaltung hier, damals die ganz normale physikalische Aufschaltung über IOs. Also meistens ja, dass wir nur ähm, Meldungen aus den Aufzügen bekommen oder vielleicht mal, dass man Zwangsposition anfährt. Das ist ja so der Klassiker auch für die Brandfallmatrix, das ist ja auch immer eine ja. Relevanz. Ähm, aber die ähm, Kommunikative Aufschaltung, wie du es ja, äh, wie wir es jetzt ja auch gleich äh, tiefer reingehen, ne, die bietet natürlich da ganz andere Möglichkeiten, ähm, mit dem Gewerk zusammenzuarbeiten. Genau, gut. So, dann haben wir nochmal den Punkt Gesetze und Möglichkeiten. Es gibt also die Betriebssicherheitsverordnung, äh, die den Betrieb von äh, Aufzügen entsprechend äh, darstellt und auch äh, untersetzt und für den Betreiber äh, dann auch die Verantwortung festlegt, die er da hat für seine Anlagensicherheit. Und hier steht also ganz klar auch drin, dass diese nachweisbare, regelmäßige Kontrolle äh, dann ein unkalkulierbares Risiko für den Betreiber werden kann, äh, wenn da also was passiert und er dann also doch in, in der Haftung ist. Und äh, wichtig ist also, er ist immer in der Haftung, er kann diese Haftung äh, nicht delegieren, aber er kann äh, die Verpflichtung äh, weitergeben. Ja. ja, ich kenne das bei uns, wer bei uns im Gebäude, wo unser Büro drin ist, gibt es nur einen Aufzug. <laughs> und, äh, und ich bin dafür, äh, ich, ich hafte dafür ne? und habe dadurch auch ähm, die Notwendigkeit, auch wenn das Gebäude quasi abgeschlossen ist, wenn keiner mehr von uns da ist oder sowas, muss also jetzt diese ganzen Sicherheits. Maßnahmen nachrüsten, damit ich vom TÜV überhaupt noch die Abnahme bekommen habe und man mir auch ins Gebetbuch geschrieben hat, dass äh, ich einfach dafür hafte, wenn da jetzt irgendeiner zu Schaden kommt in unserem ja. Aufzug. Also genau. den, wo wir auch nur Mieter sind, aber ich bin ja. halt der Betreiber. Hm. Genau. <laughs> ja, ja, die Situation ist so, dass also in Deutschland aktuell plus minus ca. 750.000 auch existieren, 10.000 werden jährlich äh, neu gebaut. Äh, zuzüglich der äh, Umbauten, die auch jedes Jahr durchgeführt werden, im äh, fünf- bis sechsstelligen Umfang. Ähm, und das, was ich schon gesagt habe eingangs, äh, dass also die Mitarbeiter als Aufzugswärter dafür sorgen, dass die Aufzüge immer ständig unter Kontrolle stehen. Aber auch hier ist es so, dass die Menschen natürlich über, nicht überall sein und, über, und ständig zur Verfügung stehen können. Und äh, daher wächst also auch für die Betreiber eigentlich äh, aus, mit der Betriebssicherheitsverordnung der Bedarf, die Förderanlagen zu überwachen. Und das äh, eben 24-7, um sicherzustellen, dass die Anlagen, so wie du das eben auch für deinen Anla einen Aufzug, äh, Christian gesagt hast, eben doch die äh, Aufzüge dann ständig überwachst und nicht, äh, ja, ich bin mal dabei und gucke mal, sondern eben auch wirklich dann äh, jede, jede Fahrt und jede, äh, jede Funktion da zu prüfen. Und insofern haben wir also vor Jahren einen elektronischen Aufzugswörter entwickelt, der dem Betreiber halt äh, diese Verantwortung an der Stelle zumindest abnimmt. Das, äh, wie gesagt, die Betreiber, die ja. Dazu kommt, das hatte ich eben auch äh, mit, mit maschinellem Lernen ähm, und Mustererkennung, dass man natürlich aus den Daten, die man dann in einer GLT, in irgendeiner Art und Weise äh, aufnimmt und äh, aufzeichnet, dass man da die Anlagen proaktiv warten kann, um halt äh, Störungen zu minimieren. Störungen natürlich dann im Optimalfall vorherzusagen, äh, das also mit, mit entsprechenden Algorithmen zu hinterlegen. Und da ist aus meiner Sicht eine, äh, sind die GLT-Hersteller wesentlich prädestinierter als die Aufzugshersteller, die also an der Stelle noch sehr, sehr viel Nachholbedarf haben und auch noch sehr viel. Äh, zu lernen haben und hier sind äh, GLT-Systeme, die sich schon mit Heizungsausfällen oder Klimaanlagen ausfällen oder Klimaanlagen vorhersagen äh, beschäftigen, äh, aus meiner Sicht wesentlich äh, prädestinierter und wesentlich besser geeignet, etwas zu tun. Was natürlich dann auch für den Betreiber den Vorteil hat, er hat alles äh, alle Daten in einem System und muss sich nicht um die Wartung und um die Instandsetzung äh, von mehreren GLT-Systemen kümmern. Ja. So, ja, das ist was auch was, ich... wo wir natürlich auch ähm, gerade das Thema Mustererkennung oder auch, äh, ähm, ja, was in die Richtung Predictive Maintenance geht, vielfach brauchen wir ja noch nicht mal so stark, ähm, also wollen gar nicht von künstlicher Intelligenz reden. Manchmal braucht man nur die menschliche Intelligenz, um zu erkennen, dass da jetzt dann bald was passiert. Ähm, äh, ja, das sind ja ganz klar die Themen, mit denen wir uns ähm, und auch unsere Kunden sich täglich auseinandersetzen. Ja. ja. Nur leider, du sagst es ja hier auch, gibt es nicht immer, also gibt es in der Regel keine bugnet schnittstelle Also es gibt, glaube ich, keinen Hersteller, der das Standardnetz mit Bugnet ausliefert, oder gibt es das schon? Nein, also meines Wissens nicht. Also es gibt äh, Hersteller, die daran arbeiten, aber ähm, also bis jetzt greifen die meisten auf unsere Bugnet gateways zurück oder auf, ja. Und äh, insofern sehen wir da auch den Markt, dass das über die nächsten Jahre so bleiben wird. Und äh, unsere Gateways halt an der Stelle zum Einsatz kommen. Nicht nur unsere, aber äh, halt, äh, ich hoffe, überwiegend unsere. Und die dann also diese äh, Schnittstellenumsetzung durchführen, um von diesen proprietären äh, Protokollen der Aufzüge und Fahrtreppen auf standardisierte Schnittstellen wie BACnet oder opc umzusetzen. Genau, richtig. Das ist also so das Ziel dabei. Und natürlich dann auch noch die Integration des, des elektronischen Aufzugswörters durchzuführen dann kann man natürlich, wenn man also an maschinelles Lernen oder äh, predictive Maintenance denkt, kann man natürlich dann äh, über mehr Sensorik nachdenken, wie zum Beispiel Schwingungsmessungen äh, oder Dehnungsmessungen oder Gewichtsmessungen, um daraus äh, Verschleißerscheinungen an den Aufzügen festzustellen und dann äh, die äh, Notwendigkeit. Äh, zu leiten, hier in irgendeiner Art und Weise in äh, entsprechender Zukunft, in entsprechend absehbaren Zeiten äh, Austausch oder Wartungsarbeiten durchzuführen. Und äh, das ist halt äh, mit, mit den Methoden der, der Maschinellen, des Machine Learning äh, wesentlich einfacher. Und äh, da sollte man, also kommt, da ist es sicherlich der, der das Ziel und der Trend, äh, dahin zu gehen. Und hier, so, jetzt hören wir äh, mal konkret. Ne, hier. <laughs> ja, genau, okay. Also wir haben ein, äh, eine Aufzugskabine hier äh, links dargestellt, die also im Schacht hoch und runter fährt, äh, die die Türen äh, hat und die oben im Motor hat, das ist hier mal ein Seilaufzug äh, und der also dann mal ohne Gegengewicht äh, den Aufzug hoch und runter bewegt. Wir haben auf diesem Fahrkorb äh, eine sogenannte Elevator Data Unit, die also äh, die, das Fahrkorblicht, die Türbewegung, die Fahrzeit, aber auch Fahrqualität und Bündigkeit überprüfen kann. Und diese Daten dann über einen Bündigkeit so, ist, wie gut das Ding auf, auf dem Stockwerk anhält. Ne? Dass du eben Ganz genau, das ist wichtig. Also, okay. mhm. also da gibt es äh, entsprechende Normen, Vorschriften, Gesetze. Äh, eine Bündigkeit plus minus 10 mm ist äh, möglich. Also das ist noch äh, das ist noch tolerierbar. Darüber hinaus äh, ist es unbündig. Mhm. Und äh, wenn der Aufzug kann man jetzt definieren, Aufzug mehrfach äh, unbündig hält, dann ist auch hierfür, äh, das ist ein Kriterium, den Aufzug entsprechend stillzusetzen. Ja. Äh, damit also auch keine Stolperfallen oder ähnliches entstehen. Mhm. Ähm, so, dann habe ich also mein Hängekabel und gehe damit in den Schaltschrank von der Aufzugsteuerung, äh, wo ich die Aufzugsteuerung dann irgendwo installiert habe. Da kann ich dann also noch einen Energiezähler, noch einen Temperaturzähler, äh, noch einen Temperatursensor oder ähnliches einbauen. Und habe dann also meine äh, Elevator Service Unit, äh, mein, mein Gateway, das dann auf äh, äh, und entsprechend umsetzt und an die GLT die ganzen Daten weitergibt. Also mit der GLT entsprechend kommuniziert und hier dann auch die, die äh, Funktionen des, des Aufzugs äh, weitergibt und die Situation und die entsprechenden statistischen Werte und den Status und alles, was man sich sonst so denken kann und wünschen kann. Genau. Ja, wir haben jetzt ja, wir, mal, hey, genau. Ja. Nee, du, du, du bist dran. Alles, dran. Gut. Alles ja. gut. Wir haben also dann die Aufzugssteuerung. wie gesagt, verschiedene Hersteller, verschiedene Designs, verschiedene äh, entsprechende pro proprietäre Protokolle der Steuerungen, die dort vorhanden sind, die dann aufgeschaltet werden, auf zum Beispiel hier in diesem Fall, wenn es einen elektronischen Aufzugswärter noch gibt, auf unser Aufzugswärtermodul, äh, wo wir also zusätzliche Sensoren anbringen, die dann auf unser Gateway aufgeschaltet werden und von dort aus dann über zum Beispiel auch noch mit einem Energiezähler äh, zusammengeschaltet, über OPC UA, BACnet und so weiter auf die GLT geschaltet werden. Das ist also der, der klassische Fall. Äh, so sind eigentlich mindestens 95 Prozent der Anlagen ausgerüstet. Mit oder ohne Aufzugsdata-Modul, aber das ist so der, der Standard, um hier äh, eine Durchlässigkeit zu kriegen, zu, äh, zur Verfügung zu stellen, von den Aufzugssteuerungen bis hin zur GLT, um dort mit den Daten dann auch so wie äh, im Vorfeld beschrieben zu arbeiten und mhm. die Daten dann zu konsolidieren mit entsprechend anderen Daten aus Heizung, Klimalüftung, um die Nutzung des Gebäudes entsprechend auch äh, anzupassen und zu sagen, wenn ich also ein Wochenende. Habe, wo ich weiß, es arbeitet niemand, dann kann ich vielleicht auch die Aufzugsanlage in irgendeinen Modus versetzen, der energiesparend ist, der mir dabei hilft, die Anlagen energetisch und sinnvoll zu verfahren. Ja. Also, euer, äh, eure Produkte sind quasi ja dieses Aufzugswörtermodul oder eure Kompetenz und dann halt eben dieses Gateway, ne? wenn ich das genau. so zusammenfasse. Mhm. Du hast hier mal noch aufgeschrieben, welche Meldungen eigentlich alle aus so diesen proprietären Auszugsteuerungen rauskommen. Ein paar hat es schon zwischendurch mal genannt. Ja, das sind also die Fehler- und Statusmeldungen. Bin ich im Betrieb, bin ich außer Betrieb? Habe ich eine Wartung? Habe ich ähnliche oder habe ich zum Beispiel auch im Krankenhaus einen entsprechenden Betrieb, um Krankenhausbetten zu fahren? Das sind ja alles Meldungen, die wir dann auch entsprechend weitergeben können oder wo wir auch von ferne den Aufzug in den entsprechenden Status setzen können. Du hattest um mal hier gesagt, es gibt zu setzen. Sorry, äh, sorry alles gut. Ich versuch's nur ein bisschen. Du hattest mal gesagt, dass die, dass die ähm dass das ganz abhängig ist eben vom, vom Aufzug und der Integrationstiefe-Möglichkeit, dass das zwischen sagen wir mal wenigen Datenpunkten 5 bis zehn bis zu 200 250 Datenpunkte sein kann, die so ein Aufzug raus gibt, ist das oder habe ich das, das richtig ist, im Kopf? Das ist ja. schon richtig. Also wir haben durchaus Anlagen, die äh, ich glaube, das Maximum war jetzt um die 400 äh, Datenpunkte, die aus dem Aufzug dann auch äh, rauskommen. Wir haben natürlich auch Anlagen, gerade wenn man also doch noch an die Aufschaltung über konventionelle Signale denkt, da habe ich halt wirklich dann nur äh, eine Handvoll oder zwei Handvoll Signale. Ähm, und äh, was vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir da äh, noch äh, später darauf zurückkommen, ähm, es ist auch so, dass die Betreiber sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben welche Daten sie aus den Aufzügen oder aus den Steuerungen oder aus diesen fördertechnischen Anlagen überhaupt sehen wollen. Also es gibt äh, auch im Backnet äh, zwar jetzt gerade die Bestrebung äh, äh, Facility Management in irgendeiner Art und Weise zu definieren und, und zu vereinen. Es gibt wohl auch im Backnet ein Objekt, das sich Aufzug nennt, ist uns bisher aber in unserer Praxis noch nie irgendwo äh, untergekommen, hat noch nie irgendjemand wirklich äh, bestellt es ist also wirklich so dass jeder betreiber bisher äh, eine eigene vorstellung hat zum teil sogar einen eigenen werksstandard definiert was backnet äh, objekte angeht die er sehen oder die er schalten stellen möchte oder trendlog objekte oder äh, notification classes definiert das äh, ist also zurzeit auch bei den Betreibern äh, noch nicht homogen. Und hier gibt es also sehr, sehr große Unterschiede. Also wie gesagt, von äh, 15, 20 Datenpunkten, selbst bei Steuerungen, die wesentlich mehr liefern könnten, bis zu 400, also das ist ein breites Spektrum, was wir letztendlich an der Stelle auch abdecken können. Ja, und äh, die aufgeführten Meldungen hier sind halt äh, nur mal ein Beispiel dafür, was man äh, durchaus... Äh, anzeigen kann, das ist wie gesagt noch gar nicht noch nicht alles und da gibt es noch viel, viel mehr äh, an, an, als, als Strauß, an, als Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt ja. vorhin richtig verstanden habe, äh, habt ihr eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ne, ich habe hier diese Elevator Service Unit, ne, yep. da, da koppel ich quasi aus der Steuerung die, die IOs physikalisch an, die mir die Steuerung bietet ist das richtig? Und bei den Gateways, äh, und dann setze ich da das Gateway drauf? Oder ich kann direkt kommunikativ auch komplett auf, den, auf, die Steuerung, auf bestimmte Steuerungen zugreifen? Gibt es da beide Möglichkeiten? Oder? Es gibt beide Möglichkeiten, ganz genau. Dafür ist das, äh, hier ist ein Baukastensystem, dafür ist das konzipiert, dass ich also die Möglichkeit habe, äh, dort mit einer seriellen Schnittstelle an die Steuerung anzudocken. Die meisten Hersteller bieten an der Stelle immer noch die gängige RS2 als Schnittstelle an. Und die können wir also an der Stelle auch abgreifen. Die Datenprotokolle, wie ich eingangs äh, erwähnte, liegen uns in, in den meisten Fällen auch vor. Und die IOs dienen dann dazu, zusätzliche Signale entweder vom Aufzug oder von, von umliegenden Gewerken noch zu erfassen oder halt auch den elektronischen Aufzugswärter äh, zu integrieren und die entsprechenden Sensoren und Aktoren für den Aufzugswärter zur Verfügung zu stellen. Also wie es da, das heißt also für den elektronischen Aufzugswärter ist es also wichtig, dass wir in gewisser Weise einige Signale redundant zur Aufzugssteuerung abgreifen können, um äh, dort die Funktion des, des menschlichen Aufzugswärters durch elekt entsprechende Elektronik äh, darzustellen. Und zu realisieren. Und das ist, ist das jetzt ein Produkt, wo, wo quasi ein Listenpreis dran steht, zu sagen, das kostet in der Ausbaustufe so und so viel? Weil es muss ja eigentlich auch immer nochmal dann in die Anlagen integriert werden. Also das ist ja der das Anfang ist, Das eigentlich... ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon ein Produkt mit Listenpreis, ja. Und wo liegt sowas ungefähr? Also wo geht das los? Und das ist ja wahrscheinlich von bis. Das ist von bis und, und äh, geht äh, ja, natürlich, Stückzahlabhängig auch, ist klar, und geht irgendwo bei 450, 500 Euro los. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz äh, vernünftige, sinnvolle, äh, schon auf den ersten Blick sinnvolle Variante, ne, um <laughs> da was äh, durchaus, zu problemen. Also, das brauche durchaus, ich quasi ja in jedem Aufzug, ne, wenn ich das so richtig Das sehe. brauche ich für jeden Aufzug, wenn ich diesen elektronischen Aufzugswert an der Stelle so realisieren möchte, ja, mhm. genau. Genau. Also wenn ich jetzt jede oder Woche ich halt, einen hinschicken ja. möchte mit der Checkliste, ne? Das ist ja ganz genau. Ja, ganz genau, so ist es. Und ähm, das Gateway, das kann dann aber mehrere solche Aufzugswerte oder brauche ich auch für jeden? jeden? Das könnte zum einen äh, durchaus mehrere Aufzugswerte, In der Regel wird es aber so eingesetzt, dass es pro Aufzug dann nochmal dazukommt dazu kommt oder halt mhm. äh, wenn ich kein Aufzugswert habe, dann hier pro Aufzug äh, als als Anschluss äh, als Übersetzer äh, mhm. zum okay. Tragen kommt. Und äh, ich kann das halt in mehreren Ausbaustufen hier einsetzen und habe also auch die Möglichkeit, das äh, skalierbar zu gestalten, um auch mehrere Schnittstellen anzubieten, zum Beispiel noch für Energiezähler oder für eine Klimasteuerung, die ich dann in dem Zusammenhang auch gleich mit auf äh, BeckNet aufschalte. Richtig. Mhm. Ja. Ja jetzt hast das hier nochmal die ganzen Funktionen von deinem das ist Mann, Genau, der, ja genau. Das ist, ist eigentlich der, der, ist. der genau. Ja. Also äh, was wir halt überprüfen, ist, äh, dass die, die Aufzüge auf gar keinen Fall mit offenen Türen fahren dürfen. Dass halt die Haltegenauigkeit, was ich vorhin schon sagte, die Bündigposition überprüft wird, dass also die Fahrkorbbeleuchtung überprüft wird. Das heißt, dass die Aufzüge nie ohne, äh, mit, also Person, wenn Personen sich im Aufzug befinden, nie ohne Beleuchtung fahren dürfen. Dass wir sagen, gut, äh, wir haben äh, so und so viele Fahrten erreicht, das ist eine Wartung notwendig oder auch für die Türbewegungen, dass wir auch protokollieren, wann der Techniker vor Ort war, dass man auch dafür eine Nachweismöglichkeit hat im Falle eines, äh, ja, muss ja nicht mehr gleich mal ein Unfall sein im Falle zumindest einer Nachfrage, dann zu dokumentieren und nachzuweisen, äh, wann die letzte Wartung äh, entsprechend durchgeführt wurde. Dann kann ich natürlich auch noch den Notruf äh, testen. Das muss aber, äh, macht mittlerweile, äh, machen die hersteller äh, dieses äh, in ihren eigenen Geräten. Und das Gleiche gilt auch, äh, wenn vorhanden, der Türauftaster, der entsprechend auch äh, getestet werden kann äh, mit unserem System. Genau, das ist also das, was wir an, dem, an der Stelle auch entsprechend äh, liefern. Diese Funktionen sind auch, komme ich auch gleich noch zu, sind auch entsprechend äh, nachweispflichtig und überprüft, Pflichtig durch die äh, Organisation wie TÜV oder DEKRA. Ja, mhm. ja wir haben ähm, früher auch häufiger so Testprogramme, also unsere Software wurde auch von Herstellern von Sicherheitsbeleuchtung genutzt, um ihre äh, Dokumentation, also von Not- und Sicherheitsbeleuchtung genutzt, um die Dokumentationspflichten da zu erfüllen. Ähm, das ist dann wieder so ein bisschen abgeflacht, weil dann doch wieder alle ihr eigenes Zeug gemacht haben. <laughs> äh, Im Moment ist es, glaube ich, wieder ziemlich am Kommen. Ähm, das ist ja auch äh, quasi eine ähnliche Dokumentationsaufgabe jetzt für uns als MBE, ne? dass wir die Sachen äh, festhalten, wegspeichern und... Ganz genau, um, also äh, genau, das muss also, über, genau, also hier muss, hier muss wirklich äh, auch, was letztendlich, was unser elektronischer Auszugswetter auch realisiert, ist dieser... Ja, wöchentliche Tests durch den, durch, durch das, was der menschliche da vorher gemacht wird. Und das muss auch letztendlich protokolliert werden. Das muss auch äh, in der äh, GLT im System dann, in der MBE dann äh, unverlierbar gespeichert werden, damit man das auch dem, dem TÜV oder dem, wem auch immer äh, nachher, äh, nachweislich äh, vorlegen kann und äh, die entsprechende äh, Nachweispflicht da erfüllt. Ja. ja, das haben wir auch. Wir haben ja auch äh, äh, Produktkälte, ne, wo ich Kühlketten nachweisen muss und so. Das ja, ist ja genau. genau. Ja, ähnliche Themen. Ja, dann habt ihr natürlich alle möglichen Zertifikate dafür. <laughs> so genau. Also Station. das ist genau das ist TÜV Nord äh, mal so ein Zertifikat und auch dann vom, gerade eingetroffen, ganz äh, druckfrisch, äh, keine sechs Wochen alt, vom TÜV Austria. Da haben wir also auch die Prüfung. Das ist ganz interessant, wenn man mal über den Tellerrand guckt und außerhalb Deutschlands guckt, wie da geprüft wird. Die haben zum Teil schärfere Prüfungen, zum Teil andere. Aber letztendlich ist es alles auf Basis der europäischen Norm insofern auch gültig, was hier, mhm. was hier geprüft ist. Ja, genau. Ja, dann kann ich ja noch mal so ein bisschen den Bogen spannen. Ne? Äh, yep. Die, die mich kennen, kennen hier eins meiner Lieblingsschaubilder. Das ist die aus der 3814. Ne? Was sind denn die äh, Aufgaben eigentlich der Gebäudeautomation? Und ich habe ja hier immer meine Anlagen- und Raumautomation. Und wir sind ja das Gebäudeautomationsmanagement als Management und Bedieneinrichtung. Und wir sind ja per se dann auch hier als die Schnittstelle vorgesehen eben für die Fremdsysteme. Und für die Systeme mit besonderen Aufgaben. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang ähm, haben wir unsere Software auch noch ähm, jetzt ganz signifikant auch weiterentwickelt, was die Schnittstellen angeht. Also dass wir die, äh, wir haben zum einen ja im, im äh, Gebäude selbst immer mehr Informationen, die zu uns kommen. Ne? Äh, Thomas, jetzt deine äh, Daten. Wie kriegen wir, also wie gesagt, wir wussten ja Jahrzehnte nichts voneinander, obwohl es uns äh, <laughs> gleich lang gibt, äh, so ja, ungefähr. Ja. Ne, ähm, ich glaube, wir haben vor drei Jahren das erste Mal miteinander telefoniert für ein Projekt von der Telekom, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, <laughs> Und äh, wir haben also am Anfang nur Raumautomation, das war so der erste offene Bereich, dann die Anlagenautomation, Energiedatenerfassung. Haben wir von Anfang an mitgemacht, interessiert aber erst seit den letzten acht Jahren, würde ich mal sagen, wo das richtig boomt. Ähm, Sicherheitstechnik, äh, Integration läuft auch immer mehr, Fördertechnik, haben wir gerade drüber gesprochen. Jetzt haben wir auch immer mehr IoT-Sensoren, die in die Gebäude reinkommen. Und ähm, wir sind ja hier dann auf der linken Seite mit unserer Management- und Bedieneinrichtung ähm, und stellen die Daten, die wir hier rausbekommen, eben, sagen wir mal, für den Haustechniker als Oberfläche zur Verfügung und auch für den Energiemanager. Aber wir haben, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema unserer Webinarreihen dieses Jahr, wir haben immer mehr ähm, Schnittstellen hier zu weiteren Systemen. Und äh, haben wir zum Beispiel vor. Zwei Wochen oder drei Wochen hatten wir hier mit dem TÜV-Süd zum Thema technisches Monitoring, äh, wo die auf unserem Datenbestand aufsetzen und äh, direkt überprüfen können, funktionieren die Anlagen so, wie sie denn geplant waren. Oder ähm, wir haben ähm, jetzt demnächst hier ein. Äh, ein Webinar, das ist im April zum Thema Wartungsmanagement, ne? Das, was du vorhin angesprochen hast, man kann jetzt bei uns eigentlich bei uns, wir, wiss, wir wissen die Anzahl der Spiele von deinen Türen im Aufzug oder wie oft der gefahren ist und dann ähm, bin ich hänge ich ja nicht auf dem rein zyklischen äh, Wartungsmanagement, sondern kann das viel bedarfsorientierter ja. machen. Ähm, und äh, zukünftig vielleicht sogar dann auch äh, predictive machen, also dass ich quasi äh, äh, vorausschauend warte. Hier als Beispiel, mal, ne, wir haben hier also ein Bild aus dem Demosystem, deshalb sind hier keine Dinger drauf. Man kann also bei uns hier quasi relativ einfach einen Button integrieren und kriegt dann zum Beispiel den, den kompletten Wartungsplan von dieser Anlage und kann den Wartungszustand abrufen. Und das hier, was hier passiert, das ist in einem ganz anderen System, sind auch ein ganz anderer Hersteller. Der kann ganz einfach bei uns ankoppeln und kann das, äh, äh, kann, das kann quasi so das bieten. Und ich habe als Bediener, als Haustechniker auch immer einen Überblick, wie ist denn der Wartungszustand ähm, dieser Anlage. Das könnte auch der Aufzug sein, ne? den ich hier mit äh, von der Wartung her. Und, und ich habe dann also nur eine Oberfläche und nur einen, einen Bedienersystem äh, da zur Verfügung gestellt und muss mich nicht nur und habe einen mit... Datenstamm ne die setzen ja. alle äh, auf den äh, einen Datenstamm auf den wir ja auch ganz häufig von den Kennzeichnungssystemen noch mal ziehen müssen ne? weil die Kennzeichnung die jetzt quasi standardmäßig vielleicht bei dir aus dem äh, aus der aus dem Aufzugs auf, aus dem Gateway rauskommt, ne, die wir aus Backnet über Backnet dann auslesen, das entspricht ja vielleicht nicht dem Kennzeichnungssystem, was der Kunde ähm, eingeführt hat oder gerade jetzt einführt. Das heißt, da haben wir immer wieder auf unserer Ebene auch so Normierungsarbeiten zu tun. Also hierzu zum Thema äh, Zusammenspiel mit Wartungsmanagement ist unser nächstes Webinar am 21. April. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant hier. Deshalb habe ich das noch mal kurz auch mit hier aufgenommen. Dann würden wir mal gerade zusammenfassen, ne? ähm, der Betrieb eben von äh, Aufzügen bedingt eben die Beachtung von vielen Regeln. Ne? Das hast du auch gut dargestellt, also äh, sowohl Sicherheit als auch EMV-Verträglichkeit, also EMV-Regeln. Und äh, die sind auch europaweit genormt, aber wir haben in Deutschland halt äh, da entsprechende auch Auslegungen. Die wichtigste Botschaft ist sicherlich, dass der Betreiber der Anlage einfach haftet. Ähm, und ähm, der haftet dafür nicht nur, dass es überprüft wird, sondern auch, dass es dokumentiert wird. Und er ist auch verpflichtet, die Anlagen stillzulegen, wenn äh, die Sicherheit der Nutzer äh, quasi nicht äh, 100% gewährleistet ist vor den Hintergrund der Regeln. Thomas, du musst mir ins Wort fallen, wenn ich das falsch Alles will. gut, alles gut, mache ich sofort. <laughs> Sei versichert. Genau. So. <laughs> ähm, unter anderem ist quasi eine wöchentliche er muss ein geschulter aufzugswärter eigentlich eine wöchentliche wartung machen und die auch dokumentieren ja. ähm, und äh, das kann man digitalisieren ähm, und das ist eigentlich auch die überprüfung die der betreiber äh, wo der betreiber selbst in der pflicht steht die regelmäßig zu tun wenn der tüv alle zwei, Monat äh, alle zwei jahre kommt und die anlage abnimmt in der regel sind es glaube ich zwei jahre oder bei einem normalen aufzug ja. ähm, dann ist das ja sowieso ein extra Thema, aber hier ist diese Betreiberpflicht äh, für den digitalen Aufzugswärter, die ist quasi automatisierbar. So, auch richtig? Alles ja. richtig, bis jetzt. Alles richtig. Sehr gut. Keine Einwände. <laughs> also. So, ähm, und an sich ist es äh, bei dir so wie bei uns auch in der ganz klassischen Gebäudeautomation, es lange Zeit äh, war und auch nach wie vor ist. Die, ähm, die Hersteller haben nicht unbedingt immer das Interesse dran, also die Hersteller der Förderanlagen haben nicht unbedingt immer das Interesse dran, ähm, sich in ein anderes System zu integrieren, sondern wollen eigentlich ganz gerne ihr eigenes mitbringen und damit natürlich auch eine Kundenbindung schaffen. Ähm, und, das ist ähm, das hier, klar. Äh, und ihre, eben ihre eigenen Systeme verkaufen. Aber durch die Gateways, die du jetzt da anbietest oder die ihr anbietet, kommen wir eigentlich relativ gut an die meisten Aufzugsteuerungen ran und können dort auch eine ziemlich gute Informationstiefe dann bieten, um den Aufzug als Teil des gesamten... Gebäudesystems äh, über das, äh, über die Gebäudeautomation, über die Management- und Bedieneinrichtung der Gebäudeautomation ähm, zu ermöglichen. Und ähm, das reduziert halt auch eben durch diese Dokumentationsaufgaben eben deutlich den Betriebsaufwand. Ja. Weil ich diesen äh, Aufzugswerter, der natürlich auch ohne MBE funktionieren würde, ähm, ähm, naja, für den Aufzugswert, nein, nein, also ich, ich ja gut, ich brauche für den Aufzugswert schon eine Gegenstelle, weil ähm, der Ziel der oder Inhalt der, der TÜV-Prüfung zum Beispiel durchaus oder der Prüfungen der Abnahmen, ist durchaus nicht nur der Aufzugswerter an sich, sondern auch die Gegenstelle dazu, wo es aufgeschaltet wird, um nachzuweisen, dass auch die 24-7 verfügbar ist und die entsprechenden Informationen über Ausfälle oder über Prüfungen dann auch unverlierbar gespeichert werden, überhaupt gesichert übertragen werden und unverlierbar gespeichert werden. Also ist in jedem Fall eine Gegenstelle notwendig. Also, man kann dieses System nicht autark irgendwo alleine für sich betreiben, sondern das ist durchaus wichtig. Ich muss ja letztendlich als Wartungsfirma, Betreiber oder wer auch immer darüber auch informiert werden, wenn der Aufzugswärter oder wer auch immer den, den Aufzug dann stillsetzt. Mhm. Okay. Gut, also im Endeffekt brauchen wir die MBE oder halt irgendeine Software, ja, die das dann noch genau. äh, mitschreibt, idealerweise MBE, wenn sie ja schon eh da ist. Ne? Wer klar. da Interesse hat, äh, der kann sich hier gerne äh, bei uns über die Webseite gerade eine Anfrage stellen. Da können wir uns äh, auch da nochmal kurz schließen. Ja, ähm, vielleicht von unserer Seite aus, was haben wir noch für, ähm, was haben wir noch für Veranstaltungen? Ähm, als kleine Hinweise, bevor wir dann auch zu den Fragen äh, übergehen. Äh, morgen haben wir zum Thema KNX Secure, das ist mehr was für Integratoren. Ich glaube, das ist weniger die Zielgruppe, die wir jetzt heute hier haben. Äh, dann am 21. April haben wir das Thema Wartungsmanagement. Ähm, Sie finden eigentlich alle unsere äh, Veranstaltungen, Webinare, Schulungsangebote äh, bei uns auf der Webseite. Wir bieten auch bundesweit. Äh, Schulungen an, ein Tagesseminare äh, sind das zum Thema Management und Bedieneinrichtungen mit Energiemanagementsystem und Systemen wie Bacnet, Modbus und anderen. Ähm, das mag vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein. Ja, und damit wären wir eigentlich, äh, sagen wir, am Ende von dem fachlichen Teil. Wir sind sogar gut durch die Zeit gekommen, 50 Minuten. Ähm, wir freuen uns, wenn der eine oder andere vielleicht noch eine Frage von Ihnen hat. Ja, danke erstmal fürs Zuhören. Gibt es noch irgendwelche Rückfragen, irgendwelche Anmerkungen? Vielleicht einfach in den, äh, den FAQ-Bereich reinschreiben oder auch, ob ganz, wie das mit der Chat-Funktion ist, ob die bei Ihnen auch freigeschaltet ist. Ähm. Keine Fragen. Da habe ich hier eine Frage vom Herrn Heidrich, der fragt, ähm, ob man den Aufzugswerter auch mit jedem Aufzug äh, koppeln kann. Ja, der ist so gestaltet, dass er mit jedem äh, existierenden Aufzug äh, anschließbar ist. Die Signale, die wir für den Aufzugswerter brauchen, sind überall vorhanden. Genau. Dazu brauche ich auch nicht zwingend die Datenschnittstelle. Die äh, wäre letztendlich äh, das Add-on, äh, um dort äh, noch mehr Informationen rauszuziehen. Mhm. Genau, das wäre hier im Prinzip die offene Tür, den Sicherheitskreis und ähnliches, das äh, bekomme ich äh, immer irgendwo an, das heißt irgendwo, bekomme ich also immer an jedem Aufzug äh, zur Verfügung gestellt. Genau. Das und, passt äh... also in jedem Fall. Eine Frage. Was ist Ihre Erfahrung der Bedeutung des Energieverbrauchs von Förderanlagen und wie viel Einsparpotenzial sehen Sie da? habe ich ja vorhin auch schon mal drauf rumgebohrt. Ja, das Einsparpotenzial hängt sicherlich davon ab, was ich für einen Aufzug habe. Ist es ein Aufzug in der Vorstand zur Vorstandsetage oder ist es der Aufzug im normalen Wohnhaus oder ist es der Aufzug in einem Bürogebäude, wo ich genau weiß, welche Nutzung ich habe. Das heißt, das kann man an der Stelle, glaube ich, noch nicht so unbedingt klassifizieren und ich äh, Habe jetzt auch keine Rückmeldungen unserer Kunden, was äh, durch diese Nutzung der Energiezähler äh, eingespart worden ist oder der, der entsprechenden. Da halten sich die Kunden dann letztendlich immer in gewisser Weise bedeckt äh, und, und diese Daten werden selten rausgegeben, leider. Ja. Gerade die größeren ja. Betreiber äh, sind, äh, gerade die großen Konzerne sind da mit, mit äh, Herausgabe von Daten sehr restriktiv und sehr vorsichtig. Ja, genau, der Herr Strasser sagt zu Recht, das Nutzerverhalten ist ja kaum beeinflussbar. Ich denke, die Hebel zur Einsparung könnten sein, dass, wenn ich jetzt mehrere Aufzüge nebeneinander habe, dass ich einen vielleicht stilllege, wenn einfach keine, nicht so viele ja. Fahrten sind. Dass ich sage, okay, es werden, merkt der Nutzer im Zweifel nicht, der kommt dann halt einfach nicht, wenn ich sechs Aufzüge ja. habe und ich lasse nur drei fahren. Naja, man, man muss durchaus, das, das war jetzt während der Corona-Pandemie, wo viele im Homeoffice waren gab es durchaus äh, die, den Fall, dass also die Wartungsfirmen auch nicht so viel zu tun hatten, weil die Aufzüge auch nicht mehr so oft gewartet werden mussten. Also man muss dann durchaus äh, aufpassen und, und kann, ist dann auch in der Lage, man muss nicht mal aufpassen, sondern man ist in der Lage, dann das äh, Nutzerverhalten anzupassen und die Aufzüge entsprechend auch zu parametrieren oder äh, dann in entsprechende Funktionen zu versetzen, in entsprechenden Status äh, auszugeben. Ja. ja. Also wir haben da noch keine kurz zusammengefasst für Sie nochmal, Herr Straßer. Konkrete Zahlen gibt es keine ähm, und auch äh, das Nutzerverhalten ist nur dadurch beeinflussbar, indem ich einfach sage, ich brauche nicht alle Anlagen. Äh, wenn drei oder vier Aufzüge parallel laufen, kann ich im Zweifel auch zwei stilllegen ja. äh, und sagen, dann äh, habe ich mehr Mitfahrten. Genau, da gibt es also dann durchaus die Möglichkeit, entsprechende äh, Programme zu fahren, die man äh, vorwählen kann und die dann äh, nicht nur dazu dienen, sondern die zum Beispiel auch in Objekten mit Messebetrieb, mit Veranstaltungsservice, die dann in der Lage sind, die Nutzer oder die, die entsprechenden Gäste auch im Gebäude zu leiten. Also nicht nur durch die Flure zu bewegen, sondern auch die entsprechenden Aufzüge zu parametrieren und dort von einer Leitzentrale aus die, die Funktionen zu realisieren. Ja, ja. Das Klein Peter bittet um die Präsentationsunterlagen. Ähm, die könnten Sie ähm, einfach anfordern, vielleicht einfach eine Mail an info@ikonac.com und dann äh, schicken die Kollegen Ihnen die äh, Präsentationsunterlagen gerne zu. Info@ at und dann iconac, wie unser Firmenname.com. Gut, haben wir noch weitere Fragen? Ja, das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann äh, danke ich erstmal dir, Thomas. Ah, doch, da ist noch, äh, kann das Bef äh, System auch Befehle senden? Ja, das kann Befehle ja. senden. Also das war ja das, was ich eben sagte, dass man also Aufzüge durchaus zum Beispiel in Ruhezustand äh, versetzt oder dass man Aufzüge entsprechend äh, lenkt und in entsprechende Etagen setzt oder dass man äh, bei Aufzügen, denken Sie an Krankenhäuser. Äh, Aufzüge, die in Etagen fahren oder die ganz oben in, in die äh, Etage fahren, wo der Hubschrauber hält, dass man die in entsprechende äh, Modi versetzt und äh, dort dann äh, Funktionen auslöst, äh, die, de wo der Aufzug dann dem Gebäude, dem normalen Gebäude auch plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Das kann ich ja. durchaus tun. Ja. Und wird auch ja. so realisiert. Ja, ja, ich kenne das auch von uns. Wie gesagt, wir haben vorher mit Kontakten angekoppelt. Also klar, Brandfallmatrix ist das eine. Das andere ist äh, aber auch ähm, man kann ja mit Beacon auch solche Raumfunktionen einfach umsetzen, dass zum Beispiel die Vorstandssekretärin oben, die kann von ihrem Arbeitsplatz aus den Aufzug rufen, ne, als Beispiel, als, als, als Ruffunktion und Anmelden von der Direktfahrt. Äh, also äh, all diese Sachen sind äh, auch von außen möglich. Die haben wir früher eben mit digitalen Kontakten ja. übertragen. Ne. Und äh, weil hier gerade die Frage nach den äh, Smart Buildings kommt, es wird immer häufiger auch der Fall oder tritt der Fall ein oder die Aufgabe ein, führerlose Transportsysteme oder Roboter mit Aufzügen fahren zu lassen. Es gibt mittlerweile Hotels, Gaststätten oder auch Industriebetriebe, wo kaum noch Menschen arbeiten und wo, der, wo Roboter die Aufgabe übernehmen nicht nur die Flasche Sekt irgendwo in die, in die äh, fünfte Etage äh, zu transportieren, sondern auch irgendwelche Maschinenteile von A nach B zu befördern. Und hier ist es so, dass dann diese Robotersysteme durchaus auch mit den Aufzügen kommunizieren müssen und interagieren müssen. Und hier geht es also darum, dass auch dann der Aufzug äh, entsprechend äh, mit Befehlen versorgt wird. Ganz genau. Ja. ja, genau. Ein schönes Beispiel. Die Roboter hat jeder schon mal gesehen, der in Frankfurt auf der Zahl mal zum Essen war. Da gibt es auch ja. so ein Restaurant, da fahren die Service-Roboter rum. Die haben. Äh, ganz genau, ganz oben. Ja. ja. So, dann war noch hier die Frage. Der Herr Lemke bedankt sich noch, sehr gerne. Ja, dann machen wir quasi pünktlich Schluss. Wir danken auch äh, für die Aufmerksamkeit. Danke nochmal an dich, Thomas, für deinen Beitrag. Ich danke für Und, die Möglichkeit, ähm, ja. Freuen uns, wenn wir. Weiter im Kontakt bleiben. Wer die äh, Folien haben möchten, wie gesagt, am einfachsten äh, Mail an info.ikonact.com. Die, ähm, die Kollegen schicken Ihnen gerne die, den Foliensatz zu oder auch die Aufzeichnung von dem Webinar. Genau. Ja, ansonsten dann noch einen schönen Donnerstag und ähm, ich würde dann das Webinar beenden. Und ja. ja schon fast Wochenende, dann <laughs> Allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Jo, Tschüss. Bis dann. Vielen Dank.